So habe ich Schweinfurt noch nie gesehen, so leer. Ein ganzes Stadtteil wurde gesperrt, damit die Rechten demonstrieren konnten. Nur mit Presseausweis war es erlaubt, diese Zone zu betreten. Menschenleer. Eine Demonstration ohne Publikum. Noch nie habe ich in Schweinfurt so viel Polizei gesehen wie an dieser Demonstration. Jetzt stehen wir hier und harren der Dinge und es ist ja so ein bisschen Grabesruhe jetzt hier über den Marsch und bin ein wenig überrascht, dass es hier auch momentan ruhig wirkt. Ich habe gerade mit Polizisten gesprochen, die sagen mir natürlich, das kann sich sehr schnell ändern, wenn an den entsprechenden Punkten dann Linksextreme auf Rechtsextreme stoßen, dann kann das schnell kippen. Aber noch dürfen die ja noch gar nicht loslaufen. Ja, habe ich mir auch gerade erst erklären lassen, dass hier noch von den 45 zu stellenden Ordnern erst wohl 20 gefunden worden sind. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass diese Ordner sich einer polizeilichen Überprüfung unterziehen müssen und auf Straffreiheit sozusagen geprüft werden. Schweinfurt im Ausnahmezustand. Sowas hat Schweinfurt mit Sicherheit noch nie gesehen. Die Polizei ließ keinerlei Ausschreitungen zu, weder von links noch von rechts.